Und damit hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, also heute zum neuen Part vom Fußballmanager 12. Ja, wir spielen gegen den HSV, ich habe es angesprochen, wird ein richtig hartes Ding hier. Ich weiß nicht, kann mir noch nicht so recht was drunter vorstellen, ob wir hier den Sieg holen können. Wir sind natürlich richtig stark in Form, Hinspiel 2-2, aber ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Aber wir gehen einfach rein und hoffen das Beste. Wieder ein Heimspiel, zweites hintereinander jetzt. Und mal schauen, was drin ist. Natürlich derjenige, der hier heute gewinnt, kann sich ein bisschen weiter oben festsetzen und hat da die Chance, oben mit dabei zu bleiben. Aber der andere muss auch wieder nach unten schauen. Und der HSV kommt gleich zweite Minute Freistoß, Mladen Petric. Anscheinend auch mit richtig vielen Treffern, zumindest steht hier, wird Mladen Petric auch heute wieder treffen. Wir werden sehen und wir werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist. So, wichtig natürlich wieder für uns, die Anfangsphase gut zu überstehen. 10 Minuten gleich gespielt, HSV kommt wieder. Siebte. Wieder eine Ecke. Also, bisher wieder nicht viel von uns zu sehen, aber das kennen wir aus den Anfangsminuten. Zumindest meistens. Manchmal können wir da auch ein anderes Gesicht zeigen. Jetzt vielleicht 11. Minute. El Asoka, der ja auch bombastisch drauf ist, genauso wie der Raphael. Unglaublich, beide. Oh, Mecht. Wenn man das hier sich anschaut, mit einer 79... Unglaublich. Genauso Kraft 78. Oczipka mit einer 68, aber der ist richtig stark in Form. Und dann glaube ich, was noch? Franz oder so. Also da sind wir momentan schon, ich muss sagen, am Limit, oder? Wir sind eigentlich am Limit von dem, was wir spielen können. Da ist nicht mehr so arg viel Luft nach oben. Und ich hoffe mal, dass wir das noch möglichst lange durchziehen können. Denn es wird sicherlich irgendwann wieder eine Phase geben, wo es nicht so läuft. Und bis dahin sollten wir möglichst viele Punkte sammeln. So, 25 Minuten gespielt. Wir mit einer Chance, können wir reinschauen, Statistik, wie schaut es denn da aus? Ja, mit zwei kleinen Chancen, der HSV auch, 50-50 Ballbesitz, also völlig ausgeglichen momentan. Völlig ausgeglichen, jetzt der HSV mit Guerrero, der hier einen unkonzentrierten Abschluss hinlegt. Und es gibt Abschluss für uns. So, nächste Chance, 36. Und da ist es passiert, 1-0 für den Hamburger Sportverein und er hat es gemacht. Mladen Petric, 36. Minute, macht das 1-0 für den HSV. So. Das ist natürlich bitter jetzt so kurz vor der Halbzeit. Kriegen wir hier eins auf die Mütze. Schade, schade. Aber wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Wir glauben da auch an uns. Also Selbstvertrauen und so weiter ist ja hoch. Ich denke, das ist noch lange nicht abgeschrieben, das Spiel. Kriegen wir die Chance vor der Halbzeit nochmal? Ich glaube es wäre nicht. 2 Minuten Nachspielzeit. Und das war's. Also, 1-0 Führung für den Hamburger Sportverein nach 45 Minuten. So, wir gehen rein. Ebert motivieren. Kraft motivieren. Oh, hier, Mike Franz 1,0. Macht ein richtig starkes Spiel. Aber das nützt uns nichts, wenn es nur einer macht. Wir brauchen da schon ein paar mehr Jungs, die da mitziehen. Und vielleicht hilft ja diese hervorragende Ansprache uns in irgendeiner Weise weiter. Okay, wir gehen rein. Wir lassen mal die Jungs warm machen, wie ihr es ja gewohnt seid. Na, also kommt 47. Oh. Petric mitten im Freistoß. Scheitert. An der gut gestellten Mauer. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht gleich das zweite kassieren, denn dann ist es aus. Denn dann ist es, zumindest schaut es dann richtig schlecht aus. Und besser wäre es natürlich, das Ganze nochmal offen zu halten und vielleicht ein Tor zu machen. 55 Minuten gespielt. Wir können mal reinschauen, ob wir eventuell wechseln wollen. Ich denke, wir bringen auf jeden Fall nochmal ein paar frische Jungs rein. Stoppelkamp darf mal rein. Für Ebert. Rechtes Mittelfeld. Okay, lassen wir es soweit mal. Ach ja, was wird das noch werden? Was wird das hier noch werden? 60 Minuten gespielt. Schaffen wir den nächsten Sieg? Ich habe, glaube ich, nachgeschaut. 6 Spiele ohne Niederlage sind wir jetzt schon. Wenn mich nicht alles täuscht. Wird das die erste werden? Wird das die erste Niederlage werden am 19. Spieltag? Wir werfen dann natürlich auch wieder einen Blick in die Tabelle rein, um zu sehen, wie sich das Ganze da drauf ausgewirkt hat. Aber zunächst schauen wir hier noch. Ich würde sagen, wir bringen jetzt den Ramos. Ich habe ihn schon dauernd im Auge, ich weiß auch nicht warum. Jetzt kommt er rein. Und der HSV kommt erstmal. Mit Petric wieder. Und Jansen, die da anscheinend richtig gut zusammenspielen, aber Franz passt auf. Eckball anscheinend. Kraft muss nicht eingreifen. Okay, so, Ramos kommt jetzt rein für die letzte Viertelstunde. Mal schauen, ob er nochmal was zeigen kann. Hat bisher natürlich noch nicht so überzeugt. In der Saison, muss man so sagen, ist eigentlich auch so ein Kandidat, wo man sagt,
Geht's da in Richtung Wechsel, beziehungsweise wird der Vertrag noch verlängert? Wobei ich mit ihm schon noch ganz gerne planen würde. Er hat ja eigentlich das Potenzial und die Stärke, aber kann es momentan nicht so richtig abrufen. Aufgepasst. Kraft ist zur Stelle, okay. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben mal nachgeschaut, da hatte er noch kein Saisontor, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist für einen Stürmer natürlich schon Armutszeugnis in der Hinsicht. Und wir müssen jetzt mal mehr machen hier. Wir gehen rein, Taktik, bevor hier alles zu spät ist. Stoppelkampf 5,5 ziehen wir mal nach vorne rein. Ne, können wir nicht machen, weil dann haben wir rechts keinen mehr, wo wir einwechseln können. Dann würde ich sagen, ziehen wir die mal zurück. Nicht erschrecken, ich mache schon ein bisschen offensiver, nicht, dass ihr hier meint. Der geht auf Defensive, der Badeschlappen. Nee. So, Ottel. So machen wir das Ganze. Jetzt ist nur die Frage, wen hauen wir in den Sturm rein? Stoppelkampf. So, wer kann rechts spielen? Beziehungsweise kann Doron rechts spielen? Kann er. Kann dann vielleicht ein Kobiyashvili hier, beziehungsweise wir können ja mit Ochipka tauschen. Kobiyashvili nach links vorne oder Ochipka? Kobiyashvili ist zwar um einige stärker um 5 Punkte, aber Ochipka wäre doch hier so ein junger, guter Mann, oder? Schnell 75, andere 77. Und Kobiyashvili auch nicht viel. Na gut, lassen wir so. Ochipka hat sich da gut eingespielt auf der Außenseite. Dann würde ich sagen, Ramos, der neue Sturmtank. Und wir können die Laufwege nochmal ein bisschen bearbeiten. Ramos muss nicht mehr zurückarbeiten. Stoppelkamp dafür. Ein Stück weit zumindest. Raphael geht hier so mit rein. Auch mit zurück ein Stück. Natürlich Ottel muss mit zurück. Der bleibt aber hier so. So, Kobiyashvili geht hier entlang. Ochipka auch nochmal ein Stück weiter vor. Hilft ja alles nichts. Sie müssen ja ein bisschen weiter aufrutschen, rücken. So, Franz bei Ecken mit nach vorne. Ottel. Vorstöße manchmal. Das passt soweit. Ohne Gegenspieler. Er hier auch kreativ, oft Vorstöße und ohne Gegenspieler. Und dann würde ich sagen, hoffen wir mal, dass es noch was wird. Letzten 10 Minuten sind schon angebrochen. Und wir können dann nicht mehr wechseln, ist klar. Mal schauen. Wir hätten natürlich auch einen Meinberger nochmal bringen können hier im offensiven Mittelfeld. Aber da würde ich ganz gerne drauf verzichten. Ich glaube, wir müssen hier einfach noch ein Stück weit offensiver gehen. Das können wir mit dem neuen Stürmer, glaube ich, so am besten in der Hinsicht. So, wir geben hier nochmal ein kleines Zeichen von uns, wenn dann das Spiel wieder angepfiffen wird. Jetzt alles nach vorne, gibt's nochmal die Chance. Erstmal Unterbrechung, HSV wechselt. Rincon rein, Goiko Katscha kommt raus. 86. Und es schaut schlecht aus. 3 Minuten Nachspielzeit, jetzt vielleicht nochmal die Gelegenheit. Nein, also das war's. Wir verlieren mal wieder. Es ist lange her, es ist wirklich richtig lange her seit der letzten Niederlage, aber nun ist es auch mal wieder soweit. Was will man machen? Also, erste Heimniederlage im Jahr 2012 gegen den Hamburger Sportverein mit 1:0. Stoppelkamp macht ein erbärmliches Spiel, muss man so sagen. 6,0 haben wir in der Hinsicht, glaube ich, auch noch nicht gesehen bei diesem Let's Play bisher. Franz dagegen, gutes Spiel, bester Spieler mit einer 2,0. Beim HSV auch den Innenverteidiger hier ganz vorne mit dabei. So, Ergebnisse. Was hat das für Auswirkungen? Wir schauen uns zunächst die Tabelle an. Wir rutschen wieder ein ganz schönes Stück nach unten vom Platz zumindest her. Auf Rang 9 mit 26 Punkten. 3 Punkte auf den HSV, 7 auf Lautern. Also da ist auch noch nichts gegessen. Noch dazu, weil die Lauterer hier gewonnen haben gegen Augsburg. Gut, die Augsburger haben wir auch noch vor der Brust. Keine Frage, da müssen wir natürlich gewinnen. Aber immerhin, wann ist das Tor gefallen? Kurz vor Schluss, 83. Also konnten sich da ein bisschen befreien. Und jetzt schaut euch das mal an. Schalke mit dabei nach wie vor. Wobei die jetzt mit 4-0, oh, nicht 4-0 gegen Köln. Also die boxen sich richtig raus. Beziehungsweise das ist schon eine kleine Sensation. Der erste FC Köln mit einer überragenden Saison bisher. Und dann kommt Schalke, die da erbärmlich sind. Man kann es nicht anders sagen, einfach nur erbärmlich. Und gewinnen dann 4-0, aber gut. Also Schalke 22 Punkte, Mainz 21, Nürnberg 20 und Lautern 19. Die vier kämpfen momentan so ein bisschen um den Relegationsplatz. Dann kommen noch die Bayern, die ja hinter uns sind. Gladbach ist hinter uns, Wolfsburg ist hinter uns. Also irgendwie ist hier was verkehrt. Irgendwas stimmt hier nicht in diesem Let's Play. Aber gut, ist natürlich schön für uns, wenn wir so weit oben stehen. Ist ja keine Frage. Wobei man natürlich, das muss man natürlich auch
im Hinterkopf behalten, dass solche Vereine sicherlich besser sind wie selbst und dass die auch da vorbeiziehen werden. Das darf man nicht vergessen. So, wir schauen rein. Leverkusen gewinnt gegen Bremen 1-0. Was haben wir noch? Hannover 2-0, Nürnberg, Mainz 4-2 gegen Freiburg. Ja, die Freiburger kommen auch nicht hinten raus. Dortmund 2-0 gegen Hoffenheim. Die Dortmunder weiterhin mit Siegen. Dritter am Stück. Bayern Wolfsburg hinten im Duell der beiden, ja, Katastrophenmannschaft momentan. Der beiden, ja, großen Abstürze hier. 0-0, keine Tore. Stuttgart gewinnt noch 2-1 gegen Gladbach und hat damit wieder Hoffnungen aufs internationale Geschäft. So, wir schauen rein. Ist besser gesagt erstmal die Stimmen. Was gibt's denn zu sagen? Ich denke, Hamburg hat verdient gewonnen, weil sie taktisch kompakt, konzentriert und laufstark gespielt haben. Sagt da meine Wenigkeit. Ja, dann wird's wohl so sein. Dann wird's wohl so sein. So, schauen wir noch rein. Spieltagsstatistik. Ist jemand mit dabei von uns? Nö. Schaut nicht so aus. Wir können mal eben reinschauen. Gibt es irgendjemanden, der uns noch gefallen würde? Ihn hier hatten wir, glaube ich, auch im Blickfeld. Können wir jetzt hier gerade gar nicht sehen. Wurde, glaube ich, auch vorgeschlagen. Ein Wolfscheid von Nürnberg ist natürlich auch richtig, richtig stark. So, bester Spieler, Lasogga, immer noch weit oben in der Torschützenliste. 11 Buden schon gemacht. Grandios, was er hier spielt. Genauso Raphael auch schon 7 Dinger. Und das hier sind eigentlich so gut wie alles Stürmer. Das heißt, er ist mit so der beste offensive Mittelfeldspieler, beziehungsweise überhaupt der beste Mittelfeldspieler in der Bundesliga. Das ist richtig stark. So, Rensing, der beste Spieler überhaupt in Liga Nummer 1. Interessant. Wie schaut es denn aus in der zweiten Liga? Da möchte ich auch nochmal eben reinschauen. Hatten wir ja zuletzt, aber trotzdem. Überall die Torhüter hier weit vorne. Wer ist er denn hier? Okay, 33, brauchen wir gar nicht mal reinschauen. Jean-François Bédenic. Lukimia, der ist auch gut. Aber gut, komm. Wir haben jetzt unsere Innenverteidiger gekauft. Halt uns da nicht lange auf. So,